So, ich habe euch gesagt, Turmstraße war jetzt nicht so spektakulär. Ich heiße euch herzlich willkommen hier im Bus-Simulator querstrich ab Appel steht oder auch der, ich laufe mal so ein bisschen mit euch durch Berlin City Simulator. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht ja, wir sind gerade auf Rücktour von unserer allerersten Tour. Kommt jetzt gerade hier von Alexanderplatz, Bimhardstraße, haben tatsächlich, oh ja, nicht mehr so viele Stationen, sind jetzt gerade an der Turmstraße gewesen und jetzt hier das Richtung Flughafen des imaginär nicht mehr vorhandenen Flughafens. So, geradeaus und danach rechts, gut, kriegen wir hin. Ich müsste auf jeden Fall jetzt irgendwie mal von der Fahrradspur runter, glaube ich. So, ich habe hier ein Vorfahrtsschild. Müsste ja heißen, ich habe Vorfahrt, aber das ist völlig irrelevant, weil hinter uns ist niemand. Doch, da. Schrammt mich einer. Hast du doch gesehen, dass ich geblickt habe? Ich muss mehr in die Spiegel gucken, glaube ich. Ohrenfeature, was ich so noch nicht ausprobiert habe. Fahren lernen im Simulator. Ob die Idee so klug ist, weiß ich auch nicht. Aber gut, also, ich fahre jetzt mal geradeaus und sehe, wir haben schon wieder eine rote Ampel. Ah, gut. Ich wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß mit diesem fantastisch spektakulären Simulator. Nee, ich mag ihn wirklich. Ich bin gespannt, was uns als nächste Tour zur Verfügung steht. Ich hoffe ja sehr, dass wir eine komplett andere Tour uns da aussuchen dürfen. Es hat aber auch irgendwie so was Entspannendes, hier jetzt in der Karre drin zu sitzen und so ein bisschen durch die City zu cruisen. Also, außer die Ampeln. Was macht ihr als Autofahrer, diejenigen von euch, die Autofahrer sind, so an roten Ampelphasen? Tippt ihr dann irgendwie zur Musik mit oder denkt ihr über Sachen nach? Das würde mich mal interessieren, weil das ist ja schon zusammengerechnet auf so eine Fahrt. Das sind ja schon eine gewisse Lebenszeit, die da so drauf geht. So, und drauf ist auch das Stichwort. Ich muss mal vom Jasper da ein bisschen runtergehen. Ach, ich weiß nicht. Oh doch, ich muss hier auf die Spur. Ach, das mit den Spuren ist ja hier ohne Herausforderung. Irgendwann hielt ich noch mal einen Radfahrer um. Also ist ja nicht so ohne irgendwie, wenn du siehst. Also ich muss glauben, ja doch. Ich ziehe mir jetzt mal hier so rüber, dass ich auf der Spur bin. Ich weiß nicht, ob das so jetzt das richtige Verhalten war. So. Turmstraße, Beusestraße, Ost in der Ecke. Naja, ist ein bisschen ruhiger. Entspannter. Könnte man vielleicht auch mal langlaufen. Machen wir jetzt aber nicht. So. Vorfahrt. Da steht jemand. Ich muss mehr in den Spiegel gucken. Leute sind auch noch da. Da hoch. Aber das Wetter ist traumhaft. Das Wetter ist echt 1A für 11.14 Uhr. Mann. Geil. Ankunft 9. Was? Ankunft 9.13 Uhr? Aber ich hab's 11.14 Uhr. Ich glaube, meine Ankunft hat sich dezent rausgezögert. Ups. Das liegt am Rumlaufen. Hallo. Na, da. So, gut. Dann fahren wir weiter. Wir müssen jetzt abbiegen. So, das ist wieder Vorfahrt gewähren. Wow. Oh mein Gott. Ist das eine scharfe Bremsung hier? Alter. Das ist die Strecke, die sind wir ganz am Anfang lang gelaufen. Da erinnere ich mich jetzt langsam wieder dran. Geil. Spannend wäre ja auch, wenn ich dann plötzlich irgendwann in Berlin mal aussteige und mich dann so dran erinnern kann, dass ich hier schon mal gewesen bin. So, mit der Spur verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Ist das jetzt eine, sind das zwei? Aber irgendwie stehen hier so viele Autos nicht. Also, weiß ich nicht. Sind das, das eine oder sind da zwei Spuren? Oder ist das eine Breite? Oh, hier ist jetzt, muss ich aufpassen, mit Abbiegen, ja, und bremsen sollte, so. Ja, wobei, ich glaube, die komplizierte Stelle, wo wir am Anfang hängen geblieben sind,
Müsste die hier gewesen sein, ne? Turmstraße, Beußestraße. Ich glaube, die haben wir jetzt auf dem Rückweg. Ist es besser gelaufen. Das ist die Kirche da vorne, wo wir Einstein haben dranhängen sehen und uns gefragt haben, was der da zu suchen hat. Ah, ist mir da jetzt irgendjemand drin gefahren? Denn weiß ich auch nicht. Schick's der BVG. Ich bin auch nicht so ganz registriert in der Bude. Ja, ja, flüchten sie. Machen sie das. Irgendwie sieht das aus, als würde es gleich wieder regnen. Guck mal, wie der Himmel aussieht. Ah, das gibt ein Gewitter. Das sehe ich. Erst sah es so schön aus und jetzt... Ich finde ja immer noch gut, wie die Ankunftszeit theoretisch ist und wie sie praktisch dann ablaufen wird. Na? Und du? Überlegst noch, ob du drin willst? Hast du überlegt, ob du ein Ticket hast? Oder hast du überlegt, ob ich vertrauenswürdig bin? Die sitzen alle. Tut. Weiter. Also das mit den Schildern. Wupp mich ja, dass ich da überhaupt keine Ahnung habe. Oh, Festplatte. Irgendwas mit Festplatte. 5 Terabyte. Das neue von... Also Werbung ist ja auch so ein bisschen fail, wenn du im Auto siehst und irgendwie nur so ein Teil siehst. Das neue Internet für alle. Tja, das neue Land. Das hat sich die Politik auch gesagt. Spannend. Ab Juni geht das los mit Artikel 17. Ich bin ja gespannt, was das für uns alle heißt. Für YouTube, für alles. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Buchholzweg eine Station vor unserem eigentlichen Ziel ist. Jetzt sind wir am Ziel. So, aber jetzt sind wir erstmal an der Ampel. Oh, da muss ich ein Stück zurücksetzen, oder? Ah, da sollte ich ein Stück zurücksetzen. Kann ich ein Stück zurück? Ja, ich sollte. Ich sollte, aber stopp. Ja, das passt doch. Schick's der BVG. Aber, wo war denn jetzt die Ampel für mich zu sehen? Hä? Fragen über Fragen. Kann ich abbiegen? Ich weiß nicht. Sah gut aus. War keiner drin, glaube ich. Ach, es ist ein Chaos und ich muss niesen. Das geht aber nicht. Nicht während der Fahrt. Pardon? Lang ist nicht mehr hin, sind wir am Flughafen. Ist ja keiner mit Gepäck eingestiegen, hast du gesehen? Das vermisse ich auch noch ein bisschen, wenn du vom Flughafen startest, dass die Leute kein Gepäck dabei haben. Und, ja, das ist auch was, wo ich ja hoffe, dass das ein wenig realistischer gestaltet ist. Warum halt einen Blinker an? Weiß ich nicht. Und zwar die Leute in den verschiedenen Bezirken. Ich erwarte natürlich, dass in Mitte... Ja, schon so die ein oder anderen Snobs mir begegnen, während ich jetzt im Wedding schon auch wieder anders kulturellere Leute erwarte. Da bin ich gespannt drauf, ob das Spiel auch das zu bieten hat. Aber wie gesagt, das ist alles Meckern auf allerhöchstem Niveau. Ich war jetzt einfach nur mal so eben... So ein bisschen durch die City in meinem neuen Job. Wobei die BVG echt überlegen sollte, ob sie mich einstellt oder behält. Ich glaube, das ist nicht so klug. Irgendwie schramme ich die ganze Zeit was. Ich bin komplett so schnell. Warum sagt denn keiner was? Erst findet sie das Jaspedal nicht und dann bleibt sie drum stehen. So Bleifuß. Aber die Büsche hier, ne? Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Die Büsche sind mir ein bisschen too much. So von der Realistik. So, da vorne ist die Haltestelle. Hallo. Da. Ja. Du willst zahlen? Habe ich dem jetzt aufs Gemächt geguckt? Ich glaube ja.
So, hier wird nicht mehr gezahlt, sage ich, Leute. Alle hinsetzen, alle aussteigen. Stimmt, ich muss ja auch gucken, dass die Leute auch alle ausgestiegen sind. Nicht, dass ich vorher schon die Türen zumache und die Leute alle noch drin sind. Aber das kommt vielleicht irgendwie mit einer anderen Tour als Herausforderung. Ich weiß nicht, so, jetzt steht hier ein Auto. Jetzt muss ich mal kicken, dass ich hier jetzt rüber zwiebeln kann. Ich muss mehr in die verdammten Spiegel gucken. So, jetzt kommt einer. Wann fahre ich denn jetzt? Ach, Himmelarsch. Ich glaube, nach dem. Ach, Scheiße! Was steht hier auch ein Auto? So. Guck mal, jetzt hat sie auch gelernt, es gibt einen Spiegel, man kann ihn benutzen. Warum komme ich denn über die Scheißstelle hier nicht rüber, Mann? Hüpf! So. Ach, verschrott die Scheißkarre, Mann! Wie sie einfach nicht um die Ecke kommt, Mann. So. Am Ende, oh, ich muss aufpassen. Da sind Leute. Ich darf die Leute nicht überfahren. So, jetzt aber. Mann, what a Geburt. Habe ich noch Leute drin oder haben die alle schon die Polizei gerufen? Die scharfen Politissen. Hilfe, retten Sie uns. Das ist eine Busentführung. Die Esel, man kennt es. Die Touris. Damit die Touris nicht mehr zurückfahren. Halt, was sie hier fangen. So, irgendwas wird gebaut. Ich möchte das nur jetzt nicht so lang, also langlaufen, weil ich die Strecke ja schon ein bisschen unspektakulärer finde. Aber mich würde auch interessieren, was da gebaut wird. Aber gut. So, das ist so typisch, die Wege zu irgendeinem Flughafen. Sehr langweilige Strecken. Jo, ich bin viel zu schnell unterwegs. Ich weiß. Aber ich orientiere mich da so ein bisschen an den Lastwagen vor mir. Der zwiebelt hier ja auch so lang. Aber ist ja zu früh, ne? Na doch. Ich will. Ah, doch! Also, mein Blinker geht aus, wenn ich bremse, habe ich festgestellt. Ist das normal? Ist das wirklich so, wenn ich bremse, dass der Blinker dann wieder ausgeht? Wie ist das jemand? So nah, laufen sie, weil kein Bus kommt. Wo muss ich denn jetzt lang geradeaus? Ah, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Oh, ist das eine Taxispur? Gibt es sowas? Gibt es Taxispur? Nee. Weiß ich nur. Ich bin schon wieder viel zu schnell. Aber das läuft. Gleich sind wir da. So, da sehe ich schon. Wir wünschen einen guten Flug. Ja, wünschen wir lieber eine gute Busfahrt. Hier sind wir auch schon so ein bisschen rumgelaufen. Haben wir uns die ganze Werbung angekickt? Ja, ihr müsst ja nicht. Ihr müsst jetzt eh alle raus. Ich schmeiße euch alle raus, die hier jetzt in dem Bus sind. Muss ich hier jetzt blinken? Ja, ich würde mal sagen, schon. Ich blinke einfach mal. So, ich weiß ja jetzt nicht. Aha, Ecke. Ich weiß ja jetzt nicht, wo genau ich hin muss. Aber ich würde mal sagen, irgendwo da vor dem Gebäude. Ah, ich erinnere mich. Natürlich ist der Startpunkt. Also es ist wie so eine Rundreise, die wir jetzt beendet haben. Ja, geil. Und sie hat zumindest irgendwie einigermaßen geschafft, wieder ans Ziel zu kommen. Ich blinke jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob ich hier blinken muss oder nicht. Ich biege ab, ich blinke. Wobei das ja eigentlich selbsterklärend ist. Aber wo ist denn hier jetzt das Ziel? Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie falsch gefahren. Halt, bleiben Sie stehen. Drehen wir noch eine Sonderrunde? Wo ist denn mein Ziel? Warte mal. Wo ist denn das? War das hier vorne irgendwo? Ich hab das nicht gesehen. Aber hier war nichts.
Hier war keine Haltestelle. Hätte ich hier irgendwo hin... Oh mein Gott! Was habt ihr denn hier gemacht? Oh, das sieht nicht gut aus, Lady. Das sieht nicht gut aus. Jedet ihnen gut. Jedet ihnen gut. Guck mal, die gibt ordentlich Stoff. Die will fahren. Die will einfach fahren. Kenn ich das Gefühl. Kenn ich. Aber hier ist ja hoch. Guck mal, ist eine Politesse die ehemalige? Ist das, was ist denn hier los? Guck mal, hier ist ein Stau und ich habe es nicht verursacht. Und die Polizei wartet einfach und guckt sich das an. Ich wartet nicht, kann ich auch mal sagen. So, sexy Lady, hier ist jetzt gleich so der XXL-Stau. Vor allen Dingen, das Ding ist, irgendwie muss ich ja hier wieder lang. Oh, das Auto ist in der Matrix verschwunden. Hast du gesehen? Da verschwinden sie alle ins Nix. Stau gelöst. Polizei braucht nichts machen. Ja, wie lösen wir jetzt das Problem mit dem Bus? Ich weiß es nicht. Heißt für mich vielleicht nochmal im Kreis rumfahren? Ich habe den Ausgangspunkt nicht gefunden. Das ist immer grundsätzlich schlecht. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht zum Einchecken. Der Bus hat seine Probleme. Also, ich fahre jetzt hier mal lang. Also, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, den Platz zu finden. Ach, ist das dumm. Eher kann ich die Fahrt nicht beenden, ne? So, okay. Also, er zeigt mir jetzt wieder den Weg an. Ich hänge am Auto fest. Immer schlecht. Weil ich die Spur verpeilt habe. Also. Irgendwie muss ich jetzt versuchen, die Strecke gleich nochmal zu finden. So, ich muss jetzt zuerst mal gucken, wo ich hier jetzt wenden kann. Oh, das nächste Problem. Fahre ich jetzt einfach mal hier der orangen Linie? Oder ist das ein Fehler? Weil hier kann ich gar nicht lang. Ich sehe überall nur noch orange. Was sagt er mir denn jetzt? Ach du Scheiße. Ich habe ja irgendwie Angst. Aber das sieht nach einer Schleife aus. Fahren wir jetzt mal die Schleife? Ich hoffe ja, wir können lang fahren. Sonst weiß ich nicht. Muss ich hier einen Blinker setzen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Weil es ja die Spur. So war das nicht geplant, Freunde. Sorry. Ich bin zu schnell. Uah. Es tut mir leid, dass es schon wieder so ein Chaos ist. Aber ich habe mich einfach verfahren. Ich habe den Punkt nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Bestimmt. Wette ich mit euch. Kann man hier aufs Rollfeld gucken? Vielleicht. Okay. Ah, ich gebe mein Bestes und gleich lande ich im Busch. Also, wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss hier unten runter. Und runter. Muss ich jetzt auch auf Leute aufpassen? 30. Okay, gut. Duckern wir hier mal jetzt entspannt lang. Aber ist es... Oh doch, das sieht gut aus. Kick mal. Das sieht gut aus. So. Okay. Da oben, ne? Ich hoffe, ihr wisst alle, wo ihr hin müsst. Hinterher. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo ich jetzt meinen Bus parken kann. Also... Aber muss ich jetzt... Hoch? Ich weiß nicht. Ich fahre jetzt mal hoch. Mein Fehler war, ich bin jetzt gerade runtergefahren, ne? Boah, Freund! Ah, ich glaube, das war mein Fehler. Ich möchte raus, jetzt sofort! Ja, Lady und Gentlemen. Ich gebe mein Bestes, das Ziel zu finden. Ja, unten war ja nichts. Ah, und ich sehe hier, oh mein Gott, was ist denn hier? Hier ist ein Flieger gelandet, da sind ganz viele Leute. Aber die nehme ich jetzt nicht alle wieder mit. Ich fahre das jetzt nicht normal. Irgendwo hier. Ah, ich sehe das Haar. So, muss ich jetzt hier blinken? Also, wie sind denn hier die Regeln auf diesem Platz? Gibt es die Regeln? Ich weiß es nicht. Aber bin ich von hier oben gestartet? Doch. Ja, wir haben es geschafft. Mega. Aber noch eine Tour will ich jetzt nicht machen. Wie kann ich denn die Tour beenden? Also ich fahre ja jetzt nicht hier 1000 Mal Preis. Zeigt er mir jetzt komplett die ganze Spur? Also jetzt hier nur TXL fahren ist jetzt nicht so in meinem Sinne. Also, wir werden jetzt mal gehen auf irgendwas Neues. Pass auf, wir gehen... wo gehen wir denn hin? Zum Hauptmenü. Da gehen wir jetzt hin und suchen uns was aus.
Also, gucke mal, Editoren. Das ist doch auch mal was. Was haben wir denn jetzt hier? Editoren. Haben wir da noch eine Auswahl? Nee, also, hier können wir nur gucken. So. Lass uns mal gucken, was wir hier noch für eine Linie haben. So, weil das ist ja TXL. Wir haben bis jetzt immer noch nur den TXL zur Verfügung. Das checke ich nicht. Warum gibt es denn nur diese eine Linie? Und verschiedenste... Also, ich sehe richtig, dass es in diesem Simulator bis jetzt aktuell nur den TXL als Linie gibt. Ich möchte noch eine neue Linie. Tja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn es irgendwie eine neue Linie gibt. Und bis dahin hoffe ich natürlich, ihr hattet ein bisschen Spaß und würde mich sehr freuen, wenn ihr dann das nächste Mal mit dabei seid, wenn wir auf irgendeiner neuen Linie fahren. So, genießt den Tag und seid immer ein bisschen dirty dabei.